Dann gehen wir halt wieder heraus. Und damit auch herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Der Mike ist noch nicht mit am Start. Und der ist noch am Kränkeln. Und ja, wir sind auf der Suche nach Kupfer, damit wir unsere zwei Kupfer mehr haben. Und dafür sind wir mal auf die andere Seite des Flusses gegangen, weil ich so dachte, warum nicht auch mal hier schauen? Ich meine, hier waren wir noch nicht. Hier ist noch unentdecktes Gebiet. Und ich finde, das kann grundsätzlich nicht schaden dementsprechend. Oh, hier ist auch noch eine Ruine. Wir wählen mal eine Waffe aus, lieber. Da kommen sie auch schon. Die kleinen Steineschmeißer. Hallo? Hallo? Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass einfach da drin ein bisschen was an... Und... Creo. Pirouette. Der tanzende Wikinger. Hui! Keks. Dass da drin irgendwo noch in so einem Fass einfach ein bisschen Kupfer ist und wir gar nicht jetzt hier Kupfer mit der Spitzhacke abbauen müssen, sondern ganz entspannt. Da ist sogar ein... Den haben wir noch nicht gesehen eben. Da müssen wir mal kurz noch dran gehen. Wahrscheinlich, ja. Location vom Uralten. Den haben wir schon besiegt, an anderer Stelle zwar, aber das ist trotzdem der Uralte, ne? Der wird ja nicht jünger. Da unten ist ein Spawn. Jo, hallo. Dieses Fass. Der Augen und hier, ich füll mal. Hallo? Das ist wieder eine geheime Truhe und wieder ein Ort, wo ich nicht hochkomme, wenn ich hochhüpfen wollen würde. Aber kein Kupfer. Ich befürchte tatsächlich, das Kupfer, das müssen wir doch abbauen. Entspannte Zinnvorkommen. Ich könnte auch mal was essen, ne? Könnte man mal machen. Bist. Oh, können wir gar nicht mitnehmen, weil wir keinen Platz haben. Komm, wir schon mal. Ah, 37 Holz ist halt schon viel. Die würde ich jetzt ungern wegschmeißen müssen. Da ist bald Platz. Haben wir. Karottensamen haben wir dabei. Dann können wir die nämlich auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt nicht stören. Ja, ich muss hier gerade mein Inventar sortieren. Und wir haben jetzt auch schon beschlossen, also ich habe beschlossen, dass das nächste Mal, wenn wir in der Nähe von so einer Ruine sind, wir in der Ruine es uns gemütlich machen. Doc Scoville hat geschrieben, wir machen Platz im Inventar. Dass bei ihm da keine Gegner spawnen, das heißt, ich kann auch meine Angst beiseite tun. Dass da Gegner spawnen. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also, außer wir haben wahrscheinlich Ultra-Pech und bei uns ist das aus Bug-Gründen oder so möglich. Aber das glauben wir jetzt einfach mal nicht, weil das wäre irgendwie sinnfrei. Keine Ausdauer, das ist auch sinnfrei. Nö. Ja, ich schieße mit Absicht mit den normalen Holzpfeilen, einfach weil ich die dann loswerde. Oh, Kupfer. Hier müssen wir hin zurück. Wenn wir da erstmal gleich nicht sterben währenddessen. Hallo. Ich gehe mal hier zwischen den Bäumen durch. Da kommst du nicht hinter. Na, kommst du doch lang. Ich habe gedacht, du hättest mich jetzt schon nicht mehr im Blick. Ah, noch mehr Kupfer. Also schön hier. Ah, schön hier. Schön im Sonnenuntergang, Aufgang, wie auch immer. Aber wir gehen mal kurz ein Stück weiter. Wir könnten ja mal probieren, ob du Lust hast, uns das Kupfer abzubauen. Ja? Scheinbar nicht. Also ich glaube, wir hätten ihn jetzt schon noch dazu bekommen, ein bisschen Kupfer abzubauen. Aber auf der anderen Seite kostet das natürlich auch ganz entspannt Zeit. Und nachher trifft er mich, dann kostet das auch Leben. So, wir haben gesagt, wir brauchen zwei Kupfer. Ich hoffe, ich habe das richtig. Okay. Das lag nur daran, dass ich hier so komisch drauf stand. Nicht, weil irgendwas anderes. Den sollte man nicht wegschmeißen. Jo, die fünf Pfeile. Vier Kupfer, nehmen wir. Wir müssen noch was loswerden, weil wir haben noch hier Schwellen. Ich meine, wir können auch hier eine Markierung machen.
Dass wir, oh, zur Hölle sind wir da. Dass wir wissen, da gibt es Kupfer und Trollfell. Kupfer mit Fell. Und dann gehen wir jetzt mal ganz entspannt zurück. Ganz entspannt, indem wir einfach rennen. Mit der Axt. Und ja, dann braten wir uns das Kupfer. Dann machen wir uns Bronze. Und dann upgraden wir unsere Schmiede. Und dann ja, können wir ganz entspannt einfach mal eine Eisenspitzhacke machen. So viele schöne Sachen, die hier noch rumliegen. Schlückchen Kaffee. Darf man nicht vernachlässigen, sonst weint der Kaffee. Das ist nicht gut. Können wir das schon schwimmen? Ich würde sagen, ja. Meine Ausdaueranzeige sagt vielleicht nicht ja. Aber wir sollten es zumindest überleben. Wir sollten es überleben. So ein Stein im Wasser kann wirklich lebensrettend sein. Guck mal. Oh, guck mal nicht. Warte, warte, warte. Wir riskieren jetzt mal nichts. Wir bleiben mal kurz hier stehen. Wir regenerieren unsere Ausdauer. Ah ja, den Rest könnte ich fast komplett laufen. Also mit dem Schwimmen ist tatsächlich, ich glaube, wir müssen mal Schwimmen trainieren, indem wir einfach nur immer ins Wasser gehen, im Kreis. Hallo Reh. Im Kreis uns drehen. Ich meine, das wäre schon eine schöne hier. Free Real Estate, würde ich mal sagen. Die Treppe raushauen oder zumindest so hauen, dass man hier nicht so komisch hochhüpft. Hier oben hat man Ausblick, kann man alle Bösewichte beschießen, die Entenärsche und was sonst so kommt. So. Dann können wir dem hier doch in die. Hier sind Pilze gewachsen. Ja, die nehme ich natürlich mit. Das finde ich super, wenn hier direkt vor der Haustür Essen ist. Ah, hier ist hier nochmal? Nö. Ja, gut. Haben wir hier irgendwas, was hier reinpasst? Moment, das sollten wir nicht tun. Das sollten wir anlassen. Sonst wird's kalt. Oder wächst auch ein Pilz im Boden? Mein Häuschen hat Pilzbefall. Kann es sein, dass wir mal wieder neue Truhen brauchen? Ja, scheiße ist es. Ein Kupfer, eins braucht man noch. Hier mal kurz nachstopfen. Du trägst zu viel. Gar nicht. Ich finde es sehr anmaßend, dass das Spiel einfach denkt, ich würde zu viel tragen. Das würde ich nie tun. Ah ja, da ist mein Küpferchen. Ja, sie kratzen. Und Küpferchen. So. So, jetzt haben wir hier unsere zwei Küpferchen. Dann nehmen wir unseren Hammer. Und dann bauen wir den Ambosse. Die Ambonze. Ich weiß nicht, ob das der, die das ist, aber wir stellen es mal dahin. So. Und dann sind wir in der Lage, eine Eisenspitzhacke zu bauen. Wenn wir die drei Kernholz haben, wir haben 5 sogar, ja, und 20 Eisen. Ist es günstiger geworden? Ich trage zu viel, ja. Gut, das war zu erwarten. Jo. Gehen wir mal dahin. Stellen wir mal her. Yay! Dann tun wir mal den ganzen anderen Scheiß aussortieren. Können wir nicht? Okay. Geht hier noch was? Ich sehe schon, wir brauchen eine neue Truhe. Komm, gib mir das Holz.
einfach zu viel Scheiße einstecken. Das ist typisch, klar, aber ne? Es hätte ja. Eine hängende Kohlepfanne. Hübsch. Jetzt gerade Nacht, kann es sein? Ja. Ich sagen, wir gehen mal zurück. Nehmen wir ein bisschen was von dem ganzen Zeug hier mit. Ja, so viel nehmen wir nicht mit, weil kein Platz. Ein Gegenstand verhindert das Teleportieren. Vermutlich das Kupfer und das Zinn. Wer hätte es gedacht? Du hast mitgenommen. Reise nach Hause. Wir haben eine Eisenspitzhacke. Das finde ich gar nicht kacke. Oder ist Nick? Jetzt nicht hier in Kampflaune aussprechen spielen, ja? Wir haben eben schon einen Troll gelegt. Wir müssen jetzt nicht noch einlegen. Kernholz. Normales Holz. Steine haben wir hier drüben, glaube ich, in irgendeiner Truhe. Nein, nein. Ja, da ist kein Platz mehr für. Ah, da ist noch eine zweite Scheintruhe. Hier haben wir solch wertvolles Geröll. Mikes eingeparktes Bett hier, da kommt der Junge nicht mehr raus. Da kommt er nicht mehr raus. Wenn du einmal falschen Bewegungen machst morgens, dann sitzt du in der Kiste. Ja, da können wir die erstmal reintun, weil die, wenn wir jetzt, also würde ich jetzt zumindest so denken, erstmal vielleicht nicht mehr brauchen. Pilze können wir hier auch mal reinhauen, weil aktuell nicht so. Knochen würde ich hier mit reinhauen. Die Feuerpfeile sollte man weiterhin dabei haben. Die Tannenzapfen, ja, sind wir mal ehrlich, die brauchen wir nicht. Relativ viel Essen dabei, Blaubeeren, Erdbeeren. Ich würde sagen, die Blaubeeren lassen wir hier. Und dann würde ich sagen, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Erstmal eine Erdbeere frühstücken. Und dann ab. Zurück zum Sumpf. Wir müssen schließlich Eisen sammeln. Wir haben eine Aufgabe und diese Aufgabe ist es, Eisen zu sammeln. Entschuldigung, ich muss hier durch, ich brauche Eisen. Ich meine, mittlerweile wäre es tatsächlich schlauer, wenn wir diese Hütte hinten bei der Krypta hingebaut hätten. Ich nehme auch eine Distel. Und nicht irgendwie hier, wo wir sie hingebaut haben. Aber gut. Machst du nichts? So. Nee, 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 nee. Hier wird nicht rumgeschrien um die Uhrzeit. Wisst ihr, es ist früher Morgen. Und am frühen Morgen möchte ich einfach in aller Ruhe durch den Wirbelwald laufen. Das gilt auch für Skelette. Untot oder nicht, das ist mir relativ egal. Es gibt gewisse Regeln, an die müssen wir uns alle halten, wenn wir harmonisch in diesem Dunkelwald zusammenleben wollen. Und glaubt mir, das wollt ihr. Du wächst einfach mal einen Baum. Nein. Boing. Ich bin ein Känguru. Da bellt wieder so ein Hirsch. Da muss man auch mal aufpassen, wenn die Hirsche bellen. Nicht, dass das Wehrhirsche sind und die Wehrhirsche dann angreifen. Ich sehe dich. Mich auch? Dann fight. Ey. Das ging schnell. Der Entenarsch tut mir fast schon leid. Der eine Pfeil hat scheinbar. Es ist ja hier, ich bin ja hier unsterblich. Ich bin unsterblich.
Und in dem Moment, in dem ich übermütig wurde, begann vor, es gäbe so Sumpftrolle. So in grün und schleimig. Das wäre nice. Also nicht für die Sumpftrolle so auszusehen. Auch nicht für mich, wenn ich gegen die kämpfen muss. Aber so ein Sumpftroll wäre schon lustig. Die Geräuschkulisse ist ja schon irgendwie vorhanden. Oh. Dann gehen wir wieder mal ins Untergeschoss, würde ich sagen. Ja, das ist nicht gruselig oder so. Ab in die versunkene Krypte. So, rechts und links haben wir ja schon. Wir waren hier unterwegs. Hier gab es nichts mehr, hier gab es nichts mehr. Nehmen wir mit. Hallo? Hallo? Ich würde sagen, das macht das Eisenfarmen ein bisschen entspannter. Und durchaus effektiver. Jo, hauen wir ja auch mal kurz rein. Nicht irgendwie, wir hauen da fünfmal drauf rum. Nein, wir hauen einfach zwei, dreimal rein. Es ist einfach weg. Und das Schöne ist, unser Skill-Level bleibt ja auf Spitzhacke. Hecke. Die gute Spitzhecke. Meistens aus Tannenreisig. Nicht aus Blättern. Ich frage mich hier in der Krypta gerade die ganze Zeit, ob es mehr Sinn machen würde, hier auf Leben zu essen oder auf Ausdauer. Und auf der einen Seite, ne, so Ausdauer zum Zeug absammeln, ganz praktisch. Vor allem, wenn man es treffen würde. Ich treffe das. Auf der anderen Seite, da ist nichts mehr, ne? Nee. Auf der anderen Seite, wenn hier irgendwo so ein Gegner der Meinung ist, er muss mal Hallo sagen. Wir sind wieder in der Nähe vom Eingang, kann das sein? Ja? Nein? Toastbrot? Und ein Dummerwicht. Gott, ist hier dunkel. Achso, hier kann man ein bisschen schwimmen. So, jetzt nicht, das war das komplette Eisen, was hier drin war. Ich glaube halt schon. Ja, hier ist einfach ein Loch. Hier ist nichts mehr. Hier schwimmt doch irgendwo noch einer herum. Ich höre das doch. Nö. Oder es ist einfach nur Soundkulisse. Die einen verängstigen soll. Das ist meine Loot-Truhe vom Anfang. Ja, und wenn wir hier links gehen, da können wir hier nur noch hoch. Und hier ist überall Ende. Ja gut, dann haben wir tatsächlich diese Krypta leer gemacht. Eins weiter. Diese Krypta leer gemacht. Kurz mal noch schauen, ob wir da irgendwas drin gelassen haben. Nein. Radikal leer gelootet. Wir haben noch die, wo wir 5743 mal gestorben sind. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt hin möchte. Oder ob wir hier mal gucken, ob da noch irgendwo was Neues ist. Ja? Wir machen jetzt erstmal hier. Kleine Markierung. Krypta. Ah, wir machen es andersrum. Looted. Krypta. So. Hier drüben ist direkt schon wieder ein anderes Biom, so wie es aussieht. Ich würde sagen, wir schwimmen da mal rüber, aber nein, schlechte Idee. Oh, ein Schlundekel. Du bist eklig. Tja. Man muss Monster auch mal mobben. Wenn Monster nicht ausreißend mobbt, haben die starkes Selbstbewusstsein. Und dann sind die zu stark. Das kann ich so nicht zulassen. Bam. Aha. 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 Aha.
Was beschützt ihr denn? Ist hier etwas? Oder seid ihr einfach nur so eine Sumpfgang? Scheinbar nur eine Sumpfgang. Soll's ja auch geben. Und was es auch gibt, ist, dass die Folge vorbei ist. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 17 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin dir eine grandiose Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye.